Hallo und schönen guten Tag. Ich darf mal wieder ein Messer vom Arthur in die Kamera halten. Und zwar das Para 3 mit G10 Griffschalen. Ein kleiner, leichter Folder von Spyderco. Sauber verarbeitet, ganz tolles Messer, gefällt mir sehr gut mit dem Compression Lock. Die Klinge hat einen Flachschliff, die von oben gezogen ist bis kurz vor die Schneidphase. CPM S30V. Tolle Handlage. Hier das Chimping hier oben. Wunderbar. Auch hier unten. Das liegt einfach klasse in der Hand. Die Klinge läuft sauber. Ist zentriert. Ein richtiger kleiner Schneidteufel. Jetzt mal kurz noch was zu den Maßen. Das Messer ist ja doch relativ bekannt. Es wurde ja schon von einigen Leuten vorgestellt. Deswegen brauche ich da nicht mehr viel Worte machen. Das Messer hat eine Klingenlänge von 7,5 und davon scharf sind effektiv 6,8. Es hat eine Gesamtlänge von 18,8. 2 cm. Die Klinge ist recht stabil. Die hat eine Dicke hier am Ricasso gemessen von 3,5 mm und sie hat hinter der Schneidphase eine Dicke von 0,5. Einen Zentimeter hinter der Klingenspitze ist das Teil noch 1,5 mm stark und das ist schon sehr gut. Wir haben hier eine sehr, ich denke mal, jo, eine sehr stabile Spitze. Das Spidey Hole, eins der besten Öffnungshilfen, die man sich vorstellen kann, einfach zu bedienen und auch mit Handschuhen sehr gut zu bedienen. Der Griff ist sehr komfortabel, wenn ich ihn hinten greife oder auch im Vorgriff. Ein ganz tolles Messer, denke ich. Jo, G10, ein großes Lanyard Hole. Es ist ganz offen gebaut. Und wie gesagt, hat den Compression Lock, den ich bei diesen Messern für den besten halte. Auch bekannt vom Paramilitary 2, das Para 3, ein richtiger kleiner Schneidteufel, gefällt mir besonders. Mein Liebling ist ja das Mannix 2. Das ist schon mal eine ganze Ecke größer. Hier habe ich noch das Endura 4, das Delica 4. Und mein Arbeitstier, das Tenacious, dem sieht man an, dass es ganz schön gebraucht wird. Aber es ist ein toller, toller, nicht zu teurer Stachel. Bei dem Para 3 dürfte bei mir die Klinge einen Zentimeter länger sein. Die ist schon arg kurz, aber als EDC sicher ein sehr taugliches Messer. Hier auf der einen Seite, auf der Schoßseite gemarkt mit der Spinne, dann Spyderco CBM S30V und auf der Rückseite Golden Colorado USA Earth mit dem Zeichen von Zell Glaser. Einfach ein tolles, tolles Messer. Es dürfte, wie gesagt, in meinen Augen etwas größer sein und das wäre für mich das ideale EDC. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Eine kurze Vorstellung vom Para 3, das kennt ja schon jeder. Es ist ja schon tausendmal gezeigt worden. Jo, schreibt mir drunter, was ihr davon haltet oder von Spyderco allgemein haltet. Wie kommt ihr mit den Griffen zurecht? Was ist euer idealer Verschluss? Ist es der Ball Bearing, ist es der Compression Lock oder Liner Lock oder eben wie hier beim Endura
der Backlog. Jo Leute, das wär's schon mal wieder. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.